Johannestreu, Judith und Holofernes, Judith und Holofernes von Friedrich Hebbel hatte am 1. Februar 1849 im Burgtheater seine Wiener Erstaufführung. Die Travestie von Nestroy, die die unfreiwillige Komik des Originals ausnützt, hatte ihre Erstaufführung am 13. März 1849. Bis 1862 gab es 67 Aufführungen. Der Theaterzettel gab noch an: Musik von Kapellmeister Michael Hebenstreit. Judith und Holofernes. Holofernes heißt der Held, vor dem die ganze Welt und alles, was drauf lebt, erzittert und erbebt. Er ist der Feinde Schrecken, 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 tut alles nieder, Strecken, Strecken, Strecken. Blitzstrahl ist sein Grimm, 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 Donner seine Stimm, 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 weil er uns sonst niederhaut, preisen wir ihn alle laut. Da bin ich. Jetzt kann's losgehen. Was meinst du? Der Sturm, die Schlacht. Nix da, die Götzenopferei. An welchem unserer Götter ist denn heut die Tour? Baal hat am längsten kein Opfer gekriegt. Gut, also, Baal ist überhaupt ein charmanter Gott, der mit einigen Lampeln zufrieden ist. Baal wird dir ferner noch Sieg verleihen, solange ich die Siege erkämpfe, ganz gewiss. Wenn er dich nicht beschirmte, ja, schon gut. Ich halt mich ja nicht auf, wenn's auch ein paar Kalbein sind. Ich kenne den Rummel und weiß recht gut, wer die Opfertiere speist. Aufgeklärter Holofernes, das blöde Volk muss an den Opferappetit der Götter glauben. Wenn du mir aber ein Götzen-X für ein Vernunft-U machen willst, so tu ich einmal deinen Göttern einen guten Tag an und lass dich selber opfern. Herr, kusch! Er ist heute nicht gut zu sprechen. Mir sagt ein Kämmerling, dass er mit dem linken Fuß aufgestanden. An solchen Tagen ist immer seine rechte Hand zu fürchten. Es ist eine schöne Kommission, in seiner Suite zu sein. Ich bin der Glanzpunkt der Natur. Noch habe ich keine Schlacht verloren. Ich bin die Jungfrau unter den Feldherren. Ich möchte mich einmal mit mir selbst zusammenhetzen, nur um zu sehen, wer der Stärkere ist. Ich oder ich? Wer kommt dort in assyrischer Hoflivree? Ein langweiliger Bote von meinem Fadenherrn und König. Nebukadnezar, der da herrscht vom Orient bis zum Okzident, vom Kontinent bis zum Fickrament und kein End. Was will der? Der Nebukadnezar. Nebukadnezar will nicht, dass ferner andere Götter verehrt werden neben ihm. Da kann man sehen, wie köbig die Könige werden, wenn sie Holofernesse haben, die ihnen die Welt erobern. Nebukadnezar will, dass bei jedem Sonnenaufgang ihm geopfert werde. Beim Sonnenaufgang. Der Mann wird billig. Wir sind ja seine Untertanen, folglich seine Opfer zu jeder Stund. Dies ist der Wille des Königs der Könige. Meine Empfehlung, ja, schon gut. Recht eine gute Haut, dieser König der Könige. Aber ein Glück für diese Haut, dass sie mit lauter Nebukadnezar ausgeschoppt ist. Eda, sind keine falschen Priester mehr da. Was befiehlst du, Holofernes? Nebukadnezar ist von heut an Gott. Das heißt, von heut an sagt er's laut, was er sich schon lang im Stillen eingebildet hat. Herr, das begreif ich nicht. Tut nichts, wenn du's nur dem Volke begreiflich machst. Sehr wohl. Ich werde neue Zeremonien ersinnen. 12 assyrische Lucidors sind dein Lohn. Sixtes, Sixtes, jetzt ist der Nebukadnezar ein Gott. Und wer hat ihn dazu gemacht? Mein Spadi durch die Bastoni, die er den Feinden ausgeteilt. Hier ist die Götterfabrik, was in der neuen Zeit durch Bajonette geht, das richten wir, die grauen Vorzeitler mit dem Schwert. Es sind Abgesandte von einem König draußen. Sie lassen bitten um a bissel a Audienz. Von was für einem König? Ja, der Teuxel kann sich die Namen alle merken. Es war
Die Menge, König, die sich mir schon ergeben hat. Es wird ein völlig der Kopf dumm. Ich werde nächstens in der Zerstreuung ein Land verheeren und ein Dutzend Stadt verbrennen. Und Nadir wird's mir erst einfallen, dass es ein gutwillig unterworfener König war. Herein mit den Gesandten. Großer Holofernes, wie heißt dein Prinzipial? Er ist mit derer Erlaubnis so frei, König von Mesopotamien zu sein. Das werden wir erst sehen, ob ich es ihm erlaube. Er ist also ein damischer Gesandter, nämlich ein mesopotamischer. Aufzuwarten. So ist's recht. Die Völker müssen kuschen, die Gesandten aufwarten und die Könige müssen mit ihren Kronen apportieren. Ich möchte, dass die ganze Menschheit aufgehängt war, um dann der Einzige zu sein, der die Welt als wie einen Hund mit Füßen tritt. Ich bin ein großartiger Kerl. Mesopotamien unterwirft sich ohne alle Bedingungen. Auf Gnad und Ungnad. Selbst die Ungnad ist uns eine Gnad. Warum so spät? Was zieht ihr euch wie Strudelteige? Ist es so weit von Mesopotamien bis hierher? Warum habt ihr euch kein Separatran spendiert? Ich erlaube mir, im Namen meines Königs, vor deinem Grimm zu beben. Ich hab es geschworen, das Volk, was sich zuletzt unterwirft, wird ausgebrannt wie die Schwaben. Wir sind aber die Vorletzten und tun gar schön bitten um Gnad, während die obstinaten Hebräer sich widersetzen. Sie verschanzen sich und schlagen ihre verwegenen Stadttore einem Holofernes vor der Heldennase zu. Wer sind diese Hebräer? Die Hebräer sind ein merkwürdiges Volk. Ein Merks will ich ihm geben. Wer ist König? Ihr Gott ist zugleich ihr König. Und woanders ist der König zugleich der Gott? Das kommt am Ende auf eins heraus. Künste und Wissenschaft lieben sie. Handwerk und Ackerbau ist ihnen verhasst. Kein Ackerbau? Ja. Von was leben's denn hernach? Von Rebach, ihre Natur besteht aus Vierteln, aus Achteln und aus Sechzehnteln. Auch saugen sie aus allem möglichen Perzente. Ist sie stark, die hebräische Armee? Je nachdem, im Kämpfen sind sie schwach. Wenn aber der Himmel für sie Wunder wirkt, da triumphieren sie über ihre Feinde, dass es eine Passion ist. Und sonst haben sie keine Schmerzen. Geh zu ihrem Oberpriester, er soll seinem Gott melden. Der Holofernes ist da. Mit so einem Helden hat er's noch nie zu tun gehabt. Da ist in ganz Wien, will ich sagen, in ganz Assyrien keiner, der mir das Wasser reicht. Und ihr, meine Getreuen, folgt mir in den Kampf. Man sattle mir das buckligste meiner Kamele. Auf nach, wie heißt das Nest? Betulien. Auf also nach Betutitien. Strada in Betulien. Was sagst du, Hosea, mein Freund? Was soll man da sagen? Sie stehen draußen vorm Tor. Aber werden sie stehen bleiben draußen? Nein, sie werden dringen herein. Wir werden ihnen verschließen, die Tore. Dann werden sie uns zernieren. Zernieren? Was ist das? Zernieren, das ist ein Manöver, wo die Kreuzersemmel steigt auf ein Gulden, wo sie die Milch werden bringen auf die Bors und aufwiegen mit klingendem Gold, wo's Rindfleisch, solche Rarität wird, dass einer den anderen möchte schächten. Da können wir machen, na, Geschäft? Schießen wir zusammen? Zusammenschießen, den Holofernes und seine Armee. Was, Holofernes? Wir schießen zusammen unser Geld und kaufen alles auf. Was ist Essbares in der Stadt? Wenn dann wird kommen die Hungersnot, profitieren wir 300%. Da verhungern wir dann als reiche Leute. Was steht ihr da ohne Waffen? Was ist das? Waffen? Was für Waffen? Alles muss sich bewaffnen. Die ganze Bürgerschaft von Betulien wird geteilt in zwei Glieder. Ins erste Glied kommt der Besitz, ins zweite die Intelligenz. Mir haben's eingeschrieben als Corporal. Jetzt geh ich mir kaufen ne Säbel. Assad, du wirst opfern dein Leben.
Lass ab von der Kämpferei. Wer sagt denn, das werde ich kämpfen? Der Säbel gehört zum Exerzieren. Exerzieren? Ja, und versäumen die Bons, schreckliche Zeiten, das habe ich müssen das erleben. Ohne Ausnahmen exerzieren muss alles. Sonst läuft einer dahin, der andere dorthin. So aber, wenn wird kommen die Hungersnot, dann verhungert die eine Kolonne halb links, die andere halb rechts. Mir fängt an zu kommen die Angst. Mir auch. Ich werd mir streuen Asche auf das Haupt und mich stecken in einen Sack. Zu was? Exerzieren ist noch das Gescheiteste. Da kommt der hohe Priester Joachim. Der wird doch haben Trost für fromme Hebräer. Weh, weh, dreimal weh. Ist das der ganze Trost, den uns die Priesterschaft gibt? Wenn ihr auch alle solltet umkommen von den Schwertern der Feinde, so denkt, dass ihr's so verdient habt durch eure Sünden. Was sagen Sie zu dem Mann? Der lebt von unseren Abgaben. Dem müssen wir zahlen, den Zehent. Und solltet ihr euch fühlen schuldlos, so denkt nur, der Herr bestraft die Sünden der Väter an den Kindern und Enkeln bis ins 10. Glied. Machen Sie keine beleidigenden Bonbons auf. Diese ewige Gerechtigkeit. Kommt, gehen wir exerzieren. Das ist allweil noch das Gescheiteste. Der Zorn des Himmels fällt herab als feuriger Regen auf die Häupter der Gottlosen. Doch so wie der Arzt Balsam in die Wunden, so träufle mein Wort Erquickung in die schmachtende Seele. Weh, weh, dreimal weh. Krieg von allen Seiten, drum geht auch per se auf Urlaub die ganze hebräische Armee. Der eine hatte Weib und 5 Kinder in der Wiegen, der andere wohl nicht, aber er kann's ja noch kriegen. Kurz, jeder geht ham. Völker sich nicht verstehen, spotten freilich, wenn's uns sehen mit Waffen herumgehen. Unsere Waffen sind nicht luxusbloß, wie mancher meint. Wir müssen doch was haben, was wir strecken vom Feind. Unsere Leut sind gar gescheit, haben zum Kriegsführen ka Freud. Wie Gott freie Wahl unter allen Völkern hat gehabt, hat er ohne viel Psinnen auf Hebräer gleich tappt. Wir sind seine Passion, drum werden wir auch reüssieren, ohne dass wir mit Schlachten uns abstrapazieren. Tut der Himmel aber auf unseren Fall spekulieren, nutzt uns nix, wenn wir einen Feind und uns selber malträtieren. Wir Hebräer haben Wunder genug in unserer Geschichte. Auf die Wunder der Tapferkeit leisten wir Verzicht. Unsere Leute sind gar gescheit, haben zum Kriegsführen ka Freud. Der Moses, das war der wahre General. Überhaupt größten Generale findet man in der biblischen Geschichte. Schon der Adam hat gemacht die großartige Retirat aus dem Paradies. Wie ist gekommen der Engel mit einem feurigen Schwert? Wie schön hat er da gekommandiert. Rechts um Eva, links schwenkt euch Marsch. Was war der Überschwemmungsheld Noah für ein Admiral? Dieser sündflutige Kolumbus und Nelson in einer Person. Was für ein Kommandierender war der Josua? Halt, hat er geschrien. Und die Sonne ist gestanden still und hat ihn mit dem Strahl salutiert. Soll's einer probieren jetzt, werden wir schon sehen, wie kolossal war das Belagerungsmanöver gegen Jericho. Taratara-tatata und Bastei ist in Stadtgraben gelegen. Und damals haben's uns nicht mal noch die Klappentrompeten gehabt. Jetzt erst der Moses, unter dem seinem Kommando, hat's Rote Meer spalier gemacht, trotz der hannoveranischen Gard. Bei seiner 40-jährigen Wüstenrekognoszierung hat's Wachteln geregnet und Pressburger Zwieback geschneit. Das halte ich jedenfalls für das Nonplusultra der Strategie. Was ist das? Was sehe ich? Der Tate? Joab, mein Sohn, lass dich umarmen. Mein Sohn Joab, mein tapferer Kadett. Tate? Joab, in was bist du gekommen? Für eine abscheulichen Periode. Gräuel der Verwüstung in Israel. Erdbeben in der Handelswelt. Die festesten Häuser stürzen übereinander. Und vom Geschäftshimmel fallen die Sterne herab. Sag mir, der Tate, wie stehen die babylonischen Metalle und die mesopotamischen Livoneser? Joab, mein Sohn, wer wird jetzt denken an der Boss? Die assyrischen Nordbahnaktien steigen von Stund zu Stund. Unser Lebenskurs steht pari mit dem Tod. Der Holofernes wird kommen als Sensal und wird machen den Abschluss mit uns. Sie sagen halt, wir kriegen Teuerung, Hungersnot. Da ist am besten, wenn man nimmt Staatspapiere in die Kost. Man sollt ihm machen, dem Holofernes, einen Prozess. Er ist nur General. Und wie geht er um mit dem König? Ist das Subordination?
Sie sind ihm alle zinsbar, die Könige der Erde. Was, zinsbar? Ist er der Hausherr? Logieren Sie bei ihm als Partei? Unter anderem, Tate, Sie sagen auch bei unserer tapferen Armee, dass er ein Menschenfresser ist. Wenn er tafelt, sagen Sie, verspeist er 3 Jungfrauen, 2 als Tauben in einer Pasteten und die 3. tunkt er einen Kaffee. Joab, mein Sohn, es wird alles übertrieben. Wer weiß, was er oft verspeist. Der große Holofernes, Weigschrien. Aber umbringt tut er's doch stark. Contraire, der starke Held hat nur 2 schwache Seiten. Einen guten Wein und ein schönes Geschlecht. Gottes Wunder, wie schad ist das. Das ist unsere Judith nicht da. Die hätte jetzt können werden, die Retterin von ganz Israel. Was sagst du von deiner Schwester Judith? Die wohnt draußen im Gebirg und weint um ihren Manasses. Unser Judith ist der Schönheit. Und ich wartete, ich sehe ihr gleich. Du bist worden geschaffen nach ihrem Ebenbild. Die Memme hat immer gesagt, wenn die Judith nicht war, komme. Ah ja, früher auf die Welt. Wir hätten können sein 2 Zwillinge. Ah, Beleuchtung von oben, prophetische Einwirkung von unten, Begeisterung von allen Seiten, Schmeichelei, Einschläfere, Betäuberei, Meuterei, Salberei. Joab, du bist ja besessen, mein Sohn. Ja, ist schon wieder vorbei, aber wo ist der Kammerschlüssel von der Judith? Von der Judith? Tate, Sie werden staunen. Wann werden Sie sehen, was er wird vollbringen? Der Joab, der schöne Kadett. Wo ist der Kammerschlüssel von der Judith? Auf meinem Betschemel. Da wirst du finden das Buch Genesis. Daneben liegt der Kammerschlüssel von der Judith. Aber was du vorhast, warum soll es nicht wissen, dein Tate? Warum? Darum! Wenn der Himmel will, wirken er Wunder durch mich. So lassen sie dem Himmel sei Freud. Joab, schon dein Leben. Da kommt das Volk von Betulien. Ich darf nicht vergessen meinen großen Beruf. Weh, weh. Mein Plan ist ein Wunder des Himmels, wenn er gelingt. Ja, wann er jetzt will wirken, Wunder der Himmel. So muss es schon sein, was apart. Denn was die Menschen ehemals gehalten haben für ein Wunder, das ist jetzt was ganz Ordinäres. In Babylon haben's wollen ein Stephansturm bauen. Der hat sollen unserem Herrgott in Fenster einschauen. Kaum war's ober der Uhr, waren's schon alle verwirrt. Eins hat Spanisch und's andere Chinesisch diskriert. Das haben die Leute unerhört, vor Wunder erklärt. Jetzt haben auch wollen viele bauen bis in Wolken hinauf. Aber's tut nichts, Geschichte löst sich in sich selber auf. Denn beim Grundsteinlegen haben's schon angestimmt ein Diskurs, gegen den alles Babylonische verstecken sich muss. Sowas nennt man kein Wunder jetzt mehr heutzutage. Man find's ganz natürlich und kein Hahn kräht danach. Unsere Vorfahren waren Dackeln, haben sich geworfen zur Erd. Und ein goldenes Kalb haben sie göttlich verehrt. Für den Frevel an gesunder Vernunft haben sie büßen. Und ich weiß nicht, wie viel Jahr in Elend leben müssen. Das haben die Leute unerhört, vor Wunder erklärt. Wie viele gibt's jetzt unter unsere Herren, die ja ganz mit viel Geld als er Göttin verehren? Das Schicksal tut ihnen verdiente Straf geben, in sie Mandelketten für uns ein elendiges Leben. Sowas nennt man kein Wunder jetzt mehr heutzutage. Man find's ganz natürlich und kein Hahn kräht danach. Wie der Jonas ins Meer hinein plumpst ist, was geschieht? Kommt ein Walfisch und schlägt ihn vor lauter Appetit. Doch er muss ihm nicht geschmeckt haben, es war ein heikliges Vieh. Nach 3 Tagen gibt er einen ganzen Propheten von sich. Das samt Leute unerhört, vor Wunder erklärt. Wir haben Politiker jetzt voll prophetische Gaben, die bei allen, was geschieht, sagen, dass sie es vorausgewusst haben. Ohne dass sie wer schlägt, links allen Leuten im Magen. Was kein Walfisch verdaut, müssen oft Menschen vertragen. Und man nennt das kein Wunder jetzt mehr heutzutage. Man find's ganz natürlich und kein Hahn kräht danach. Der ägyptische Josef hat geschmacht im Gefängnis. Da wendet ein Pharao-Traum sein Verhängnis. Sie haben hervorgezogen aus kerkrischer Nacht und gleich zum Minister des Innern gemacht. Das haben die Leute unerhört vor Wunder erklärt. Solche Sprünge geschehen häufig in neuester Zeit. Nur machen's umgekehrt meistens die Leute. Gleich im Anfang sehen sie sich als Minister ganz hoch. Man hilft ihnen aus dem Traum und das Finale ist ein Loch. Sowas nennt man kein Wunder jetzt mehr heutzutage. Man find's ganz natürlich und kein Hahn kräht danach. Salomonischen Sprüche, die sind weltbekannt, vorzugsweise hat man ihn den Weisen genannt. Später hat er mit Götzendienst sich wohl blamiert. Es heißt, sein Masser von Weibern hat ihn dazu verführt. Trotzdem wurde unerhört, vor Wunder erklärt. Wie viele Männer haben wir jetzt, wo in Reden und Schrift gar mancher den Salomon weit übertrifft? Sie leben in Ansehen als ruhmvolle Herren. Nur wenn's alt werden, werden's dumm und tun Weiberknecht werden. Sowas nennt man kein Wunder jetzt mehr heutzutage. Man find's ganz natürlich
und kein Hahn kräht danach.